Hallo liebe Leute, willkommen beim LS19 auf der Stabenbach auf neue Glück, dass wir heute müssen wir Forst machen, weil wir beauftragt wurden vom Forster, die Felder zu forsten, alles so gut wie es geht, was wir können, was wir nicht können, müssen wir links liegen lassen, leiderweise, aber wir schaffen das schon. Und das mit ist mein guter Kollege Dark Angel da, sag mal hallo. Hallöchen! Du legst schon mal los, würde ich mal sagen. Du fährst schon mal mit deinem Lieblingsglas. Ja, bin schon auf dem Weg. Und ich nehme den Fendt mit dem Kipper. Alles klar. Hat der Händler uns das Gewicht hingestellt? Ja, hat das. Sehr schön, das muss ich nämlich haben. Es wird links neben dem Tonny. Gut, dann fahr du erstmal besser weg, weil dann habe ich besser Platz, um da gleich ranzufahren. Ja, der weiß von vorne mit. Das Ding ist ja übelst groß. Der ist lang, ich weiß. Ja, aber ich muss übelst rausholen, weil ich finde es schade, dass ein Anhänger kein Drehakt hat. Ja, nun, das ist nun mal, ne, es ist ein LKW-Anhänger. LKW-Anhänger haben ja meistens nicht Drehachsen. Oder zumindest die wenigsten haben Drehachsen, sagen wir es mal so. Wo ist er denn jetzt lang? Links. Doch links. Links? Ja, genau, jetzt war weiter. Sollte ich mich jetzt sehen können. Ja, ich sehe dich. Ja, und dann jetzt hier hin. Das ist aber rechts von mir aus gesehen, nicht links. Ja, jetzt rechts. Ja, rechts ist der Daumen, rechts ist da, wo der Daumen. Ui. Platten Boden hier. Ey, lass dir schon mal vorbei, weil du musst schon mal. Ja, fahr du mal. Ich komme mit den Großen hier wahrscheinlich nicht vorbei mit meinen breiten Rädern. Fahr mal, wir haben ja Zeit. So, dann seht ihr jetzt mal, warum ich diesen Glas benutze, weil wenn ich mit dem Prux arbeite, wird die Kabine gedreht, weil der Prux, weil die Dreipunktanlage hinten tiefer sitzt wie vorne. Deswegen kann man mit dem Prux hier besser arbeiten, wenn die Kabine gedreht ist. Das ist hervorragende Geschichte. So. Wir öffnen das Gerät. Achso, jetzt muss ich umdenken. So. Öffnen das Gerät. Meißen das Gerät an. Und dann kann es jetzt losgehen. Ah, falsche Kante. Bei den Bäumen gibt es nur eine bestimmte Kante. Ja, ich mache jetzt erstmal die Birke weg, das geht schneller. Den schon mal hier oben stehen. So, jetzt. Kannen nicht. Nur damit ihr schon mal Bescheid wisst, wir werden jetzt erst die Hackschnitzel machen, also alle Bäume, die nichts wert sind, in Hackschnitzel verarbeiten. Alle anderen Bäume werden später mit dem großen Harvester dann gefällt, um dann mit dem Holz dann auch richtig Geld zu machen, weil... Bleib mal eben kurz stehen. Ah, jetzt habe ich die Stelle erwischt. So,
mal, wie schnell das geht hier. Ja, du brauchst einen Platz, ne? Warte mal, ich stelle mich an der Seite. Nee, überhaupt, bis du voll bist. Boah, das dauert noch ein bisschen. Der Brooks hat eine gute Ladekapazität. Weil der Skorpion fing, zeig euch schnell, weil der brauchen wir leider, ja, aber er bleibt, ist eine Reparatur bei dem Händler. Darum machen wir jetzt zuerst mal alles mit dem Brooks. Alle diese Fahrzeuge sind rein vom Händler gekauft. Also aber damit ihr euch schon mal freuen könnt, da ich in Zukunft auch Forst machen werde, werdet ihr die Maschinen wiedersehen. Allerdings dann in meinen Farben auf meinem Hof. Und es also kann... Macht euch keine Sorgen. Das wird nicht das letzte Mal Forst sein. Du kannst schon mal langsam rankommen, der ist gleich voll. Jo. Ja, weil du wahrscheinlich zu weit nach vorne gefahren bist. Ist ja egal, er ist leer, es kann weitergehen. Wieder ein oder andere sagen, hey, wenn du nicht mit dem Dolly fahren kannst, dann lass es wieder. Nein, mach es nicht, weil es ist immer eine gute Übung für das Hirn und für mich, dass ich Dolly rückwärts fahren kann. Also Jungs, macht euch keine Sorgen, bei mir wird es ein LKW sein. Ich fahre nicht mit Dolly, ich kann mit Dolly nicht fahren, gebe ich offen zu. Habe ich oft genug versucht, also ich reiß mehr ab, als dass ich was dabei gewinne. Ich fahre lieber LKWs. Werdet ihr später noch drei schöne LKWs sehen, die dann später noch bei mir auf dem Hof erscheinen werden. Ihr werdet hoffentlich begeistert sein, wenn nicht, auch nicht schlimm. Irgendwie will er diesen verdammten Baum nicht nehmen, warum nicht? Jetzt hat vorhin gerade funktioniert, oder? Ja, muss ich mal anheben, dann geht's auch. Siehst du? Ja, und jetzt der Boden noch. Hm? Ja, das geht ja dann automatisch, das ist ja nicht das Problem dann. Muss ich es halt nach, siehst du? Weg ist es. Da haben wir jetzt die Birke wegziehen und daneben ist auch gleich noch ein schwerer großer. Und ich habe halt festgestellt durch den Klaas, ich habe den Brooks schon öfters in verschiedenen Traktoren genommen. Das geht mit dem Klaas eben am besten, weil der Brooks doch ziemlich schwer ist. Und wenn er voll ist, erst recht. Der Klaas geht halt bei den breiten Reifen, die sehen zwar ein bisschen stylisch aus, aber bei den breiten Reifen ist es eben so, dass er nicht so in die Knie geht, wenn er voll ist. Hat also einen Vorteil gegenüber den anderen Traktoren. Wir machen jetzt auch im Forst, dass ihr mal was anderes seht. Hier die ganze Zeit Felder und Feldarbeit, Grasfahren und die ganze Zeit. Dann machen wir sowas nebenbei noch dazu. Und dann wird einfach pro Video wird einfach jetzt von diesem Feld, dann warten wir, bis wir ganzen Brooks Arbeit hier fertig sind, fahren wir zum nächsten Feld. Da mit dem Brooks, dann gibt es da nochmal ein Video und dann zum nächsten Feld, also pro Ding halt, also das hier mit dem Brooks, das mit dem Brooks, die zwei mit dem Brooks und dann mit dem Skorpion machen wir dann wieder 2, 3, 4 Videos wieder draus und dann das Geld, kann sein, dass wir am Anfang das Geld dann schon haben, wenn mal die Videos dann reinkommen würde. Wir haben uns abgesprochen, dass das Geld, egal Achsschnitzel oder Bäume, wird an uns beiden geteilt, weil wir die Arbeit machen. Du weißt schon, du musst gar nicht so weit rausfahren, ne? Ja, gut, jetzt habe ich ihn mal erwischt, ist ja jetzt nicht so tragisch. Ja, du musst nur den Platz machen, nicht? Alles. Ja, komm ja schon, bin schon wieder auf dem Weg. Ich hatte ein wenig die Orientierung verloren, kann ja mal passieren. Kein Problem. Und ob jetzt ein Baum weniger oder mehr, das ist ja jetzt nur ein... Den nicht Johnny stelle ich schon mal da rein in die Halle rein. Ja, weil den Johnny brauchen wir erst ganz, ganz später, wenn wir Bäume verlegen müssen oder so. Du könntest aber, doch, du hast recht, du könntest eventuell
später den Händler nochmal fragen, ob er eventuell die Seilwinde noch hat, die er dann am Johnny dran machen kann. Mhm. Falls wir doch mal was ziehen müssen. Ja, eben, weil er hat gesagt, ja, wir euch eine empfehlen, das Seilwinde mit reinnehmen. Dann hat er gesagt, ja, mein Kumpel hat gesagt, nein, das brauchen wir ja nicht. Und jetzt ja, notfalls hätten wir ja meinen anderen Johnny noch nehmen können, den richtigen Baumzieher. Den haben wir ja auch. Wir haben ja noch einen großen, schweren Baumzieh-Johnny. Gefällt. Oh, du bist voll. Ja. Sowieso jetzt mal runter und dann hier vorne die wegmachen, damit ich die Orientierung nicht verliere. Kommst du auf die Straße hoch? Ja, ne? Ja, da kann ich sogar vielleicht von unten aufpacken. Dann komme ich runter, ist nee, auch kein Problem. Nee, nur gucken, dass ich das geht. Ist schon leer. Fahren wir wieder rund zur Straße, dass du hier dein freie Fläche hast. Und hier hast du soweit alle weg. Hier umdrehen. Ja, mit dem Brooks geht es relativ schnell. Mit dem Harvester wird es ein bisschen länger dauern, weil da ist es ja nun mal so, dass man die Bäume auf bestimmte Länge haben wollen. In dem Fall machen wir es auf 6 Meter Bäume, weil wir nur einen, siehst du, jetzt weiß ich, was wir vergessen haben. Den müssen wir nachher auch noch reinholen, ganz kurz, weil mir fehlt der Buffalo. Mhm. Weil der LKW soll ja weg. Gehört das jetzt dort oben noch dazu? Was? Wo ich jetzt hinfahre? Ja, das ist die Grenze gerade bei dir jetzt. Gut, okay, das wollte ich nur wissen, weil etwas orientierungslos war. Ja, ich glaube, bis zu der Büsche hier ist alles meine... Also alles, was Busch ist, gehört noch zur... Gut. Ja, zum Händler geschichten. Alles klar. Und hier würde ich... Ja, nur bis zum Feldrand. Ja, ist ja kein Problem. Weil der Forster gesagt hat, noch die Bäume gesehen. Oder warte mal, wir haben ja den Sprayer drin, glaube ich. Jo, wir haben den Sprayer. Warte mal, ich nehme mal das rote Sprayer. Ja. Ja, du kannst aber damit nur Tannen, leider. Ich bin voll. Ja, ich sehe es gerade. Warte mal. Ja, genau, das ist Tannen. Ja, macht ja nichts. Wir machen Feldrand. Ist ja kein Problem. No. Du musst raufkommen. Ich bin voll. Ja, ich komme. Du kannst ja über die braune Straße raufkommen. Bleib dann am Feldrand stehen, damit ich da dann weitermachen kann. Oh, die Bäume kann ich nicht fällen. Wieso? Ah doch, geht noch. Ja, weil er sagt, kein Zugang, aber geht trotzdem. Stimmt, beim Brooks geht es. Gott sei Dank. Klappt es so? Kommst du dran vorbei? Ich fahr ein Stück zur Seite, ist ja kein Problem. Gut, bin leer. Ach so, und solltet ihr mal so wie jetzt sehen, dass es plötzlich ruckt, das liegt daran, weil der Forst in LS noch nicht ganz ausgereift ist. Das heißt, das Problem ist, immer wenn du mal eine Birke fällst oder so, hat das Spiel ein bisschen Probleme. Also nicht wundern, nur staunen. Er lässt es so wieder nicht zu. Muss ich wieder anheben.
Wieder nur bestimmte Punkte. Ja, der hat manchmal nur bestimmte Punkte, wo du schneiden kannst. Hm. Wenn du richtig drin bist, geht's dann auch nicht, wie du siehst. Doch, geht. Prima. Ja, weil wir haben hier wirklich viel zu tun. Ja, das geht schon. Im Rucks geht's eigentlich relativ schnell, muss ich sagen. Entschuldigung, aber habe ich manchmal dann Husten. Ja, ja. Er muss mal ein bisschen mehr Hustensaft trinken, weil dann geht es auch immer besser. Ich müsste eigentlich wahrscheinlich etwas weniger Zigaretten rauchen, aber der will schon aufhören zu rauchen. Also ich war nach gewissen Personen war ich kurz davor zum Aufhören. Ja. Ich krieg so oft gesagt, ich soll aufhören zu rauchen. Ich rauche seit 40 Jahren. Halt, das ist eine Tanne, die bleibt stehen und kommt gleich jetzt weg. Hier steht noch eine zum Weißen, hier müsste drin. Ah ja, ich sehe es. Und hier, glaub, vor deiner Nase, hier steht da gerade nochmal eine. Ja, ich wollte jetzt aber reihenweise fahren. Deswegen. Also, nee, du kannst auch, du mach so, wie du halt denkst. Weil es einfach, weil dann sieht man mehr, vor lauter Bäumen sieht man manchmal den Wald nicht, weißt du? Ja, eben. Usch. Gesundheit. Dankeschön. Jetzt am Abfräsen. Doch, er ist am Abfräsen, aber. Ja, und das Problem bei mir jetzt gerade momentan, meine Lieben, es ist so, dass ich. Papi, lass mir kurz dich noch schnell leer machen. Dass es eine Person in meinem Leben gibt, wo ich momentan sehr, 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 sehr viel Zeit reinstecke. Und das wissen meine Jungs. Und das wird auch immer so bleiben, weil so was Schönes kann man nicht kriegen. Oder kriegt man nicht jeden Tag. So sieht's aus. Ist der jetzt mehr oder näher? Doch, ist schon leer. Nee, war noch nicht leer. Jetzt ist er leer. Nein, du bist immer voll. Warte mal, ich fahr mal rechts hier vorbei. Ah nein, kann. Ja. 22%. Ja, ein Stück zurück. Jetzt ist er leer. Ja, das ist beim Brooks hat er leider das Problem, dass der den Punkt von einem Anhänger nicht richtig findet. Das ist halt eine kleine Macke vom Brooks, aber das kann man in Kauf nehmen, weil er nun mal einige Sachen tun kann, die du sonst mit mehreren Maschinen machen musst, würde dann länger dauern, wie zum Beispiel erst den Baum fällen, dann den Stumpf mit einer anderen Maschine und so, der macht nun mal alles beides gleichzeitig. Und das spart uns einfach die Zeit. Viele, viele Zeiten. Ja, weil Arbeit, Forstarbeit ist nun mal sehr lange, langjährig. Ach, da ist wieder so eine Macke drin. Gucken wir, ob es durch anfahren besser wie gut, machen wir es so. Ich könnte eigentlich zwischendurch mal pressen, weil die Felder wird nicht immer. Musst du den pressen oder was? Ich bin immer noch am Pressen eigentlich hier auf dem Feld, auf dem riesigen Feld. Ja, warum lässt du den Traktor da nicht, den Anhänger da nicht stehen und machst deine Presse und ich versuche das hier erstmal. Also, und wenn du voll bist, dann einfach, dass ich schnell. Nee, ich fahre dann einfach hin und du kannst dann pressen und wenn du dann fertig bist, sie haben ja jetzt schon mal einen Teil vom Brooks gesehen und nachher beim Harvester musst du sowieso dabei bleiben, weil du musst dann den John Deere fahren. Wenn ich die Bäume gefällt habe, musst du die Bäume dann anklicken und rausziehen, damit wir sie nachher mit dem LKW anheben können, also mitnehmen können. Da brauche ich die sowieso hier. So, meine Lieben, wir sind jetzt gerade auf die 20 Minuten
eingekommen. Wird uns mal schon mal verabschieden, bis wir auf dem nächsten Feld dran sind. So, wir verabschieden uns und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.